Okay, so, wenn ich die Overheads habe, dann nehme ich mir meistens die Bassdrum dazu. Ja, das klingt natürlich jetzt nicht, also diese Bassdrum klingt nicht so toll, leider, aber das ist ja auch okay. Ja, also die werde ich wahrscheinlich ersetzen durch ein Sample, einfach aus dem Grund, weil ich hier schon höre, dass die Trommel auch schon in Natura nicht gut geklungen haben kann und oder sagen wir mal nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Von daher, ich werde es trotzdem mal auf den konventionellen Weg machen, also sprich Equalizing und Kompression, um zu hören, was man da so zeigen, was man da mal so machen kann. Aber schlussendlich werde ich die dann doch ersetzen, denke ich. Eigentlich das gleiche Spiel wie immer. Erstmal Equalizer. Wieder dieselbe Technik. Ich suche mir wieder den Pub-Bereich, den ich nicht haben möchte. Oh, Moment. Ich habe jetzt hier die Stereo-Plugin geladen, aber es ist eine Monospur. So. Ja, also eigentlich wieder so bei 500 Hertz. Das wabbelt auch irgendwie. Das Fell irgendwie noch mit. Das hört man irgendwie alles. Also klingt also alles nicht so super. So, ziehen wir das einfach mal ordentlich raus. Was ich jetzt hier höre, ist auch so ein fieser Attack irgendwie. So ein Pöcken. Ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Suche ich mir jetzt mal, ja, hab mir schon gedacht, so bei 2 kHz ungefähr. Komischer, unnatürlicher Kick, obwohl es eine richtige Bassdrum ist. Den schraube ich mir ein bisschen weg, gefällt mir nicht. Und damit man aber trotzdem ordentlich Attack wieder hat, gebe ich trotzdem dann noch in den Höhen noch was dazu. Naja, so toll ist es nicht, aber zum Zeigen reicht es erstmal. Weniger. Und dann gebe ich eigentlich immer so bei 80 Hertz was dazu, da wird es halt fett unten rum. Dafür finde ich den Analyzer halt auch ganz gut, weil man sieht jetzt wirklich, ich meine, man kann daran nicht lesen, wie irgendwas klingt oder so. Und es, jede Produktion, die man sich jetzt von der CD rippt und in den Analyzer stopft, sieht auch eigentlich fast gleich aus. Aber man kann trotzdem, was man jetzt hier ganz gut sieht, ist, dass der Bassbereich eigentlich recht okay ist, denn man hat wirklich hier so einen Hubbel, der dann langsam leiser wird zu den Mitten hin, also da, wo es pappig wird. Und da sieht man dann halt eigentlich auch schon, dass man damit schon was machen kann. So. Man hat halt bei einer ungestimmten Trommel, da hätte man jetzt hier solche Täler drin, teilweise, und das könnte man dann auch direkt sehen, denn da kann man sich im Equalizer totschrauben. Eine ungestimmte, also eine schlecht gestimmte Trommel, da wird man keinen fetten Bass rauskriegen. Es muss direkt so ins Mikro reingehen. Nochmal AB-Vergleich. Was ist denn jetzt los? Ah. Hier sehe ich, dass es klippt, das darf natürlich nicht sein. Dann gehe ich ja einfach, mache ich einfach ein bisschen leiser. Genau, und jetzt denkt man nämlich sogar, dass das Unbearbeitete vielleicht sogar besser klingt, weil es halt leiser ist. Deshalb muss man ein bisschen lauter machen. Na, und da hört man schon deutlich, finde ich, dass das schon besser klingt mit dem Equalizer. So, ja, ganz wichtig, klar, Barockmusik, Kompression. Sieht man auch hier schon, wie ich gespielt habe, also die Schläge sind hier sowas zum Beispiel. Die sind sehr unterschiedlich laut. Der ist ganz laut, der ist ganz leise. Bei dem Double Stroke hier ist am Anfang der erste leise und der zweite laut. Und in einem Rockmix mit dicken Gitarren, also verzerrten Gitarren, da kriegt man es niemals hin ohne Kompressor, dass man wirklich jeden Bassdrumschlag hört. Deshalb werde ich das wahrscheinlich richtig fett komprimieren. Dazu nehme ich mir diesen Mixpressor hier. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wovon das eine Nachmachung ist. Aber es ist,
es ist ein sehr rabauziger Kompressor, mit dem man wirklich Drums sehr gut in den Vordergrund kriegt. Clip wieder ein bisschen Gain raus wieder. Na, also hier kann ich wirklich bis zum... Da hört man schon, wie laut die anderen Trommeln sind. Das ist nur das Bassdrum-Mikro. Damit kann man halt richtig Alarm machen mit dem Ding hier. Ja, wollte das erstmal so lassen. Das ist ungefähr derselbe Pegel. Ah, nicht ganz. Lauter. Aber man hört, dass die einzelnen Schläge mit dem Kompressor deutlich einheitlicher sind in der Lautstärke. Was auch ist, was man... man immer dran denken muss, ist, dass durch die Kompression natürlich auch das Equalizing verändert wird. Also, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also, was man jetzt hier hört, ist, dass der Bassbereich schon fast leicht anfängt zu pumpen mit dem eingeschalteten Kompressor. Von daher kann man ruhig, also es ist nichts verboten in der Recording-Welt, den Kompressor einschleifen und dann nachher nochmal ein bisschen am Equalizer drehen. Jetzt zum Beispiel pumpt, die Bässe wieder ein bisschen rauszunehmen oder was auch immer zu machen. Gerade Höhen werden von vielen Kompressoren gerne mal wieder ein bisschen rausgebügelt, wenn man die vorher reingedreht hat. Man kann das auch so machen, dass man, so gerade bei Drums, mache ich das auch manchmal, dass man einfach vorm Kompressor nur rauszieht, also nur Frequenzen, die stören, wegmacht, wie jetzt hier zum Beispiel die 500 Hertz oder diesen fiesen Kick bei 2 kHz und dann nach dem Kompressor noch einen Equalizer einschleift und damit dann betont, damit man halt die Betonung nicht platt komprimiert. Da gibt es aber verschiedene Mittel und Wege, da muss man, denke ich, einfach selber rausfinden, was einem da oder was für die Musik, die man da gerade vor sich hat, ja, irgendwie am besten funktioniert. Whatever. Ja, die Bassdrum ist jetzt schon besser, aber es reicht immer noch nicht. Es ist immer noch nicht besonders gleich laut. Nehme ich mir erst nochmal dieses Plugin hier. Das ist ein Mixed Treble heißt es. Es ist eigentlich, hat's ganz viele Plugins in einem. Ich bin jetzt eigentlich nur darauf aus, Transienten ein bisschen anzuheben. Also Transienten sind, mal eben zur Erklärung, die Anteile des Signals, die hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, die lautesten Anteile, also im Prinzip der Attack, der Moment, in dem die Amplitude den höchsten Punkt erreicht hat, also jetzt hier zum Beispiel. Und auch die Anteile, die nur aus Direktschall bestehen. Das heißt, nur aus Schall, der direkt ins Mikro geht und nicht erstmal vor die Wand geknallt ist und dann wieder auch ins Mikro kommt. Also quasi nicht der Raumanteil, sondern wirklich nur das, was sofort ins Mikro reingeht, also Direktschall. Ja, zumindest so ähnlich. ja, das hat einfach zur Folge, jetzt hier bei den Drums, das hört man schon, dass der Attack einfach noch mehr betont wird. Vielleicht nicht so stark, wie es jetzt hier im Preset eingeschaltet ist. Aber ich benutze, wie gesagt, nur hier diese Transienten-Sektion. Okay, ja, da haben wir dann halt unsere Bassdrum EQ'd und komprimiert und was auch immer. Ich lasse es jetzt erstmal so, ich weiß jetzt schon, dass das so nicht funktioniert, dass wir die gleich noch mehr komprimieren und limiten müssen, um die wirklich durch den Mix zu kriegen später, aber das soll dann später geschehen. Ja, jetzt habe ich hier meine Bassdrum und die Overheads, klingt schon ganz in Ordnung für das Equipment, was wir da benutzt haben. Ja, jetzt geht es weiter zur Snare. Ja, das klingt eigentlich direkt schon gar nicht so schlecht. Aber hier sieht man auch, noch deutlicher als bei der Bassdrum, die unterschiedlichen Lautstärken, Amplituden der einzelnen Snare-Schläge.